Herzlich willkommen, lieber Gernot. Darf ich dich bitten, Platz zu nehmen, hier auf dem heißen Stuhl zwischen dem Josef Waldstein und mir. Applaus ist angebracht und erlaubt. Vielen Dank. Lieber Gernot, zunächst wünsche ich dir, und ich glaube, das ist noch erlaubt, weil ich habe beobachtet, dass du in den letzten 3 Minuten und 58 Sekunden kein Sauerkraut gegessen hast, wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute zu deinem Geburtstag, den du am Freitag, also eigentlich in dieser Nacht, feierst. Alles Gute und danke dafür, dass du auch deine Geburtstagsnacht investierst, in den Evolutionsprozess jetzt mit dabei bist und dieses Gespräch führst. Gernot, jedes Gespräch hier auf dem heißen Stuhl hat begonnen mit der Frage an den Gesprächspartner: Was findest du gut an der ÖVP? Das ist eine Frage, die dir als Generalsekretär selten gestellt wird. Umso lieber stelle ich sie dir jetzt. Und dann wird sich das Gespräch, für das es zunächst mal kein Zeitlimit gibt, weiterentwickeln. Und es wird uns erschließen, wie wir uns als ÖVP in eine gute Richtung weiterentwickeln können. Was findest du gut an der ÖVP? Also zunächst einmal vielen Dank für die Geburtstagswünsche, für die Einladung. Auf die Frage, was finde ich gut an der ÖVP? Das da zum Beispiel. Ich meine, mir ist nicht bekannt, dass es das in einer anderen Partei gibt, dass sich Leute in einer langen Nacht der eigenen Partei damit beschäftigen, was sich an der eigenen Partei ändern muss, was gut an ihr ist. Und vor allem um diese Uhrzeit doch so viele Leute da zu haben, das ist schon wirklich beeindruckend. Dafür vielen Dank an dich, Lukas, vielen Dank an alle, die da mitmachen. Und das finde ich schon mal einzigartig an der ÖVP. Und jetzt vielleicht zu den erwartbareren Antworten als Generalsekretär. Es gibt wahrscheinlich wenig spannendere Aufgaben, als ich sie momentan ausfüllen darf. Und vielleicht darf ich die Frage, was ich gut finde an der ÖVP, damit beantworten, wie ich zur ÖVP gekommen bin. Also ich komme aus einer kleinen Ortschaft, Moosbrunn, 2000 Einwohner, und da wird man politisch sozialisiert, indem man sich normal im Vereinsleben engagiert, bei Musikverein, Feuerwehr etc. Und dort war überall Politik mit dabei. Dort sind überall Leute mit dabei gesessen, die zunächst einmal für mich nicht erkennbar Politiker waren, Gemeinderäte, Bürgermeister etc., aber Leute, die halt trotzdem mit dabei waren und immer alles mitgemacht haben, oft gute Rollen in den Vereinen ausgefüllt haben, Verantwortungsträger waren und aber eben auch Politiker waren. Und so kommt man mit Politik in Kontakt. Und das passiert draußen am Land in den Strukturen, die noch funktionieren, die in der ÖVP sehr, sehr gut funktionieren, fast wie von selbst. Ich bin dann nach dem Bundesheer zum Studieren nach Wien in die Stadt gegangen und habe dort dann ebenfalls versucht, mit Politik in Kontakt zu kommen. Und dort ist es schon ein bisschen weniger einfach, weil die Lebensrealität eine andere ist. Die Freizeitgestaltungsmöglichkeiten sind wesentlich vielfältiger. Und wenn man sich versuchen will, politisch zu engagieren, dann ist das nicht mehr ganz so leicht. Warum? So einfach und so normal das draußen in einer kleinen Struktur ist, so herausfordernd wird das im großen urbanen Umfeld, weil da musst du mal auf die Homepage schauen oder suchen, wo ist denn ein Bezirksparteilokal bei dir in der Nähe, dann stimmt vielleicht die Telefonnummer nicht oder die Adresse nicht oder was auch immer. Also du musst schon wirklich überzeugt davon sein, mit Politik in Kontakt kommen zu wollen, wenn du das dann wirklich tust. Und das ist der vielgescholtene Punkt in der ÖVP, der aber noch immer gut funktioniert, auf den ich stolz bin, das ist die eigene Struktur. Das heißt, Leute, die überall bis ins kleinste Dorf für die ÖVP stehen, für die ÖVP ihre Freizeit investieren und das meistens um Gottes Lohn, also freiwillig, ohne dass sie Geld dafür bekommen. Und diese Art von Hingabe, diese Art von freiwilligem Engagement für eine politische Bewegung, für eine Grundsatzüberzeugung, zu der wir da vielleicht hoffentlich auch noch kommen werden, nämlich dem Grundkonzept der christlichen Soziallehre, das ist einfach unbezahlbar und das ist einfach schön, wenn man für so eine Organisation tätig sein kann. Gernot, danke für das Kompliment zu der heutigen Veranstaltung, aber letztlich bist du verantwortlich dafür, dass das heute stattfinden kann, und insofern kann ich das Kompliment nur zurückgeben. Du hast den Evolutionsprozess gestartet. Ich kann dazu sagen, weil ich so erlebe, mit offenem Ausgang. Also du hast etwas getan, was Politikerinnen und Politikern vielfach nicht zugetraut wird, und das vielfach zu Recht. Nämlich du hast etwas begonnen, wovon da es
wovon du sagst, dass es richtig ist, ohne in jedem Detail schon vorher zu wissen, was nachher dabei rauskommt. Und das ist es, glaube ich, auch, was notwendig ist. Also wir wären nicht hier, wir hätten nicht den Rahmen, wir hätten nicht die Gelegenheit, politisch wirklich vorwärts zu denken und zu planen, gäbe es den Evolutionsprozess nicht. Ich sage das aber auch deshalb, weil ich dich fragen möchte, warum hast du den Evolutionsprozess gestartet? Also das ist ganz, ganz witzig, weil jetzt bin ich ja doch schon lange im politischen Umfeld tätig. Ehrenamtlich, junge ÖVP, junge Europäische Volkspartei und dann auch als Mitarbeiter, parlamentarischer Mitarbeiter im Außenministerium etc. etc. Und ich war immer irgendwie doch einer von denen, die jetzt, der immer sagen, so ein bisschen klugscheißend waren und gesagt haben, ja, das kann man alles besser machen und das ist ein schlecht und dort kann man was besser machen etc. etc. Also einer von denen, von den internen Querulanten, würde ich mal sagen. Nicht nach außen, aber doch nach intern. Und dann auf einmal kommt die Chance und man bekommt das Angebot, jetzt möchtest du Generalsekretär der ÖVP werden. Und das ist in dem Alter oder generell wahrscheinlich in jedem Alter eine Riesenherausforderung. Wissend, was das für ein Amt ist, wissend, was das für eine Partei ist und wissend, was doch alles schiefgehen kann und was da für Schwierigkeiten dabei sind. Nur der Punkt war dann schon, jetzt bin ich mein Leben lang halbberuflicher Querulant gewesen, wenn man es so ausdrücken will. Und die Frage war dann, wenn man die Chance bekommt, was anders zu machen, dann muss man es doch ergreifen. Und deswegen war auch klar, dass wenn man die Chance ergreift, das zu tun, dann muss es ein Projekt geben, ein großes Projekt, dass man angehen will. Und da war immer die Frage, ich meine, wir haben als ÖVP seit 2007, glaube ich, keinen Parteitag mehr gehabt, wo diskutiert worden ist, weil wir seit 2007 bei jedem Parteitag einen neuen Obmann gewählt haben. Das heißt, es sind keine Anträge mehr diskutiert werden. Also der Diskussionsbedarf, die Frage, wie sich die ÖVP weiterentwickelt, ist einfach virulent und war auch mir klar. Und deswegen war auch für mich auch klar, wenn du Generalsekretär so einer Organisation wirst, dann muss man sich darum kümmern, wie sich so eine Organisation weiterentwickeln kann. Und wir haben uns dann hingesetzt und lange überlegt, wie das gehen soll, wie das gehen kann und haben eben diesen Weg, diesen transparenten, sehr offenen, sehr basisdemokratischen Weg mit offenem Ausgang gewählt, was ein gewisses Risiko ist und auch von vielen als solches von Anfang an proklamiert worden ist. Aber ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, wenn man es ehrlich meint. Josef? Als Generalsekretär will man den Prozess natürlich nicht vorgreifen, aber ich will jetzt doch ein bisschen nachfragen. Die ÖVP, wie sich soll vielleicht ein bisschen lösen von den Vorstellungen, liberal zu sein, konservativ zu sein, christlich-sozial zu sein oder vielleicht auch gar nicht. Aber die Begriffe staatstragend, bürgerlich, modern, weltoffen und zukunftsorientiert, was heißen die konkret für dich? Ich meine, man könnte jetzt wahrscheinlich über jeden dieser Begriffe sehr, sehr lang diskutieren. Die ÖVP hat eine solide ideologische Grundbasis und das bedeutet ja auch, dass diese Basis, diese Grundwerte zwar nicht verändert werden sollen und ich glaube auch nicht dürfen, aber doch vor jeder Zeit neu interpretiert werden müssen. Und wenn ich auf den Aspekt der christlichen Soziallehre zum Beispiel komme, weil die ÖVP kommt aus der Tradition der christlichen Soziallehre, mit liberalen und konservativen Elementen. Und jetzt kann man lang darüber diskutieren, was wovon mehr ist und in welche Richtung das geht. Aber wenn ich nur bei der christlichen Soziallehre bleibe, dann bin ich deswegen so überzeugt davon, dass das auch ein zukunftsfähiges Konzept ist, weil es einfach das realistischste aller theoretischen politischen Konstrukte für eine Gesellschaft ist. Warum? Es hat im 19. Jahrhundert diese drei großen politischen Schulen gegeben, den Liberalismus, den Sozialismus und die christliche Soziallehre. Der Liberalismus hat sehr stark darauf Wert gelegt, dass der Einzelne alles ist und die Gesellschaft letztlich eine Summe von Atomen ist. Das heißt, jeder für sich selbst verantwortlich bis zu einem gewissen Grad. Der Sozialismus hat genau das Umgekehrte proklamiert, dass nämlich die Gemeinschaft das Primat vor dem Einzelnen hat. Und die christliche Soziallehre ist vielleicht die komplizierteste aller drei Theorien, aber deswegen auch die realistischste, weil wir jeden Tag in unserem Lebensumfeld sehen, dass der Mensch einerseits ein absolutes Individuum ist, aber nicht ohne Mitmenschen Mensch sein kann. Ich meine, wir jetzt da herinnen sind der Beweis dafür, wir sitzen miteinander zusammen, diskutieren und trotzdem, also wir interagieren, brauchen das auch, um Mensch sein zu können. Gleichzeitig aber beanspruchen wir für uns jeder selbst, eine absolute Identität zu haben. Und das ist die Grundlage, die ich glaube, die zeitlos gültig ist. Und daraus ableiten kann man in vielen verschiedenen Dingen Gesellschaftspolitik.
Und ein Bereich, der mir da sehr, sehr wichtig ist, ist auch digitale Gesellschaft zum Beispiel. Das ist einer der größten Paradigmenwechsel, den wir heutzutage haben, wo es mich freuen wird, wenn wir dann vielleicht nachher noch ein bisschen näher darauf eingehen. Dieses Thema digitale Gesellschaft, Netzpolitik, das ist noch immer so ein bisschen das ist ein Jugendthema oder so. Meistens wird in Parteien gesagt, das sollen die Jungen machen. Ich war gerade bei den Münchner Medientagen 2 Tage lang. Das ist das bestimmende Thema, weil dort werden Theorien gewälzt wie, die industrielle Revolution war ein Lächelschaß dagegen im Vergleich zu dem, was jetzt passieren wird über die digitale Revolution. Vielleicht sind oder Jobs, schon im Gange oder ist. Vielleicht sind Jobs, für die wir heute Leute ausbilden, in 10 Jahren gar nicht mehr gefragt, weil aufgrund der digitalen Revolution einfach die wegrationalisiert werden können, neue geschaffen werden, aber das sind gesellschaftspolitische Herausforderungen, die wir nur beantworten können, wie sie fruchtbar gemacht werden können, im Rückgriff auf Grundwerte und auf Ideologien. Und da ist die christliche Soziallehre so gefordert wie damals zu Zeiten der industriellen Revolution. Darf ich da vielleicht gleich anschließen? Zur Herstellung der digitalen Autonomie Europas brauchen wir, glaube ich, eine politisch-öffentliche Debatte. Die Frage ist, müssen wir den Gewinn, sozusagen den gesellschaftlichen Nutzen gegenüberstellen und sozusagen damit auch die Datenproliferation neu verhandeln? Die Datenökonomie, von der wir sprechen. Ja, digitale Autonomie ist, finde ich, ist ein bisschen ein Reizwort für mich, weil Digitalität definiert sich ja, oder das Internet definiert sich sehr stark über Ende-zu-Ende-Kommunikation und das möglichst über den Globus. Und dann zu sagen, digitale Autonomie Europas ist fast ein bisschen ein Widerspruch, weil das ja gerade der Sinn und Zweck von einer digitalen Gesellschaft ist oder von einer digitalisierten Gesellschaft, dass es keine Grenzen gibt. Insofern ist die Frage der Autonomie da ein bisschen schwierig zu diskutieren. Vielleicht könnte man sagen, Datenautonomie im Sinne von, dass es Datenschutzrechte geben muss und wir auch selbst für unsere Daten entscheiden können, wie sie verwendet werden. Vielleicht weniger digitale Autonomie als Datenautonomie. Und das aber natürlich auch auf europäischer Ebene. Also ein extrem spannendes Konzept, vor allem jetzt, wenn man auch diskutiert über das Freihandelsabkommen mit Nordamerika zum Beispiel. Das viel gescholten in Österreich, das viel zu negativ diskutiert aus meiner Sicht. Da müssen wir doch auch die Chance begreifen, dass es dadurch möglich ist, auch unsere Standards nach Nordamerika zu exportieren. Und jetzt stellen wir uns nur vor, Gedankenexperiment, wir würden das schaffen mit den USA und mit Kanada zu einem solchen Freihandelsabkommen über diverse Standards, wo natürlich Digitalität auch mit umfasst ist, kommen. Dann ist das der größte Freihandelsraum der Welt und der finanzstärkste. Fast 1 Milliarde Menschen in der industrialisierten westlichen Welt, die finanzstärkste Welt. Und ich füge nur kurz ein, das heißt ja nicht nur Freihandel, das heißt auch, dass dort ein Menschenbild der Freiheit gelebt wird im Großen und Ganzen bei all dem, was wir täglich zu beachten haben, weil es Verwerfungen gibt. Ja. Ich will es nur aus dem rein wirtschaftlichen Kontext ein bisschen herausziehen, das war nur der Einschub. Ja, aber wenn wir das schaffen, diese 1 Milliarde Menschen und ein gemeinsames ich sage jetzt einmal, wirtschaftliches Dach zu bringen und auch Standards zu akzeptieren, die natürlich basieren auf gesellschaftlichen Grundwerten, dann hat das natürlich einen riesigen Effekt auf den ganzen Rest der Welt. Das heißt, wir können damit beispielsweise unsere Werte, unsere Standards, nicht nur nach Nordamerika, sondern in die ganze Welt exportieren, weil sich niemand anderer mehr dagegen wehren kann. Deswegen wäre ich so dafür, dieses Freihandelsabkommen sachlicher zu diskutieren, als das momentan der Fall ist. Also danke, Gernot. Der Einschub wäre wirklich nicht notwendig gewesen. Das habe ich bemerkt jetzt im Finale deiner Wortmeldung. Das ist ja wirklich etwas wert und das zeigt ja auch die Geschichte, dass durch wirtschaftliche Zusammenarbeit im Kleinen, kann man heute sagen, in Europa Konflikte und sogar Kriege vermieden werden können und ein Miteinander besser möglich wird. Und das kann vielleicht als Vision für die Zukunft auch weltweit zwischen Kulturen funktionieren und das kann ein Ergebnis einer solchen Entwicklung sein. Gleichzeitig müssen wir die Sorgen und Ängste, die es gibt zum Freihandelsabkommen, ich erlebe das an der Basis auch ständig, ernst nehmen und bearbeiten. Das bedeutet ja auch Demokratie, dass man die mitnimmt, die allein schon aufgrund ihres Daseins eine Menschenwürde haben, einen Wert haben und sich einbringen und deren Meinung, einfach weil sie da ist, zu respektieren ist und weil Gefühle immer echt sind. Und gerade zum Freihandelsabkommen gibt es auch viele Emotionen, die wir ernst nehmen müssen, alle gemeinsam. Darf ich nur da kurz, bitte. Die Debatte erinnert mich ein bisschen an die Diskussion um Beitritt zur Europäischen Union. Ich meine, damals sind Dinge aufgekommen wie die Blutschokolade und lauter so Geschichten werden dann kommen, wenn wir der Europäischen Union beitreten und die österreichischen Unternehmen werden eingehen, weil die Konkurrenz so stark wird.
de facto ist das Gegenteil passiert. Ja, Jörg Haider ist in der Live-Fernsehdiskussion gesessen und hat irgendwelche Schokoladepackungen aus damals schon in der EU befindlichen Staaten ausgepackt und hat die Blutschokolade thematisiert. Ich wollte das Thema Demokratie noch weiter verfolgen, nämlich auch auf den Evolutionsprozess oder auf unsere Partei zurückbringen. Meine Frage ist zweigeteilt. Die erste ist, online wird diskutiert auf ideenwand.oevp.at. Da werden Ideen eingebracht, da gibt es den Like-Button, da gibt es den Dislike-Button und da wird ganz viel kommentiert und diskutiert. Da interessiert mich dein Zwischenbericht, deine Zwischenbilanz dazu, wie diese Online-Diskussion läuft. Und die zweite Frage geht schon wesentlich weiter. Du hast den Parteitag erwähnt, der letzte war, bei dem inhaltlich diskutiert wurde. Du hast jetzt die Jahreszahl genannt. 2007. Ich glaube, ich erinnere mich an diesen Parteitag und ich glaube, dass die inhaltliche Diskussion dort zwar stattgefunden hat, aber nicht mit dem Ergebnis, dass dann tatsächlich über Alternativen, in welchem Bereich auch immer, abgestimmt worden wäre. Und das ist dann schon das Kennzeichen von Demokratie, dass schlussendlich nach der Debatte, die auch immer als Kennzeichen von Demokratie eigentlich oberflächlich angeführt wird, aber in der Tiefe dann eben auch tatsächlich abgestimmt wird und dass auch eine Minderheit, gerade denke ich, in einer Partei wie unserer mit einer Entscheidung einer Mehrheit besser leben kann, wenn es wirklich eine Mehrheit entschieden hat und nicht nur ein kleines Gremium. Das heißt, ausgehend von dieser Online-Debatte und von den Ideen, wo wir, glaube ich, alle interessiert sind an deiner Zwischenbilanz, wird dann nächstes Jahr auch abgestimmt bei diesem Parteitag oder dränge ich dich mit dieser Frage in die Ecke, weil das noch nicht entschieden ist? Ja, definitiv. Das war von Anfang an so vorgesehen. Wir haben auch gewusst, es macht keinen Sinn, einen Diskussionsprozess anzustoßen, ohne zu wissen, dass er irgendwann zu einem Zwischenergebnis kommt. Und ein Zwischenergebnis kann nur sein, wenn es denn das Prädikat auch verdienen will, wenn abgestimmt wird. Anders geht es nicht. Das ist letztlich auch der Unterschied zu fast allen Prozessen oder vielen Prozessen, die davor stattgefunden haben, die alle sehr, sehr gut waren, sehr, sehr professionell waren und auch sehr, sehr spannend waren, die aber in letzter Konsequenz vielleicht sich manche Dinge nicht getraut haben, nämlich auch Dinge abzustimmen mit der Gefahr, dass nicht alles durchgeht. Aber das ist uns von Anfang an klar, dass das so ein Zwischenendpunkt sein muss. Also wir haben diese und ähnliche Fragen schon in anderen Gesprächen heute diskutiert. Und es gibt schon Zwischentöne, die da sagen, nicht nur aus parteiinterner Sicht, sondern auch aus der Politikbeobachtung, naja, wenn da aber abgestimmt werden muss und wenn da 49 gegen 51 stehen, vielleicht in Abstimmungen, das ist aber dann ein Schwächezeichen. Was sagst du denen? Dass Demokratiediskussion voraussetzt, und dass auch die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen voraussetzt. Nämlich nur dann, wenn vorher jeder die Möglichkeit gehabt hat, sich einzubringen und auch mitzudiskutieren. Dann glaube ich, so wie du gesagt hast, ist es auch weitaus einfacher möglich, mit einer, unter Anführungszeichen, Niederlage zu leben und zurechtzukommen. Wenn wir in andere Länder schauen, die CDU, die CSU, die machen das sehr, sehr exzessiv und intensiv auf den Parteitagen. Da gehen Abstimmungen genau in dem Verhältnis aus, wie du gesagt hast, 51 zu 49 und dann ist das halt so. Und dann wird vielleicht kurz darüber gesprochen, welche Verwundungen da jetzt zurückgeblieben sind, aber mittel- oder langfristig ist das, glaube ich, nur befruchtend für eine Partei. Wir haben zum Beispiel bei der Auftaktveranstaltung zur Evolution die Dorothee Bär da gehabt, ehemalige CSU-stellvertretende Generalsekretärin und jetzt Staatssekretärin im Ministerium für Parlamentarismus, glaube ich. Und die hat abstimmen lassen in der CSU über ein bestimmtes Thema. Ich glaube, es ist gegangen um Leistungsschutzrecht oder sowas Ähnliches. Und die haben sie 3-4 Mal wiederholt und jedes Mal ist die Mehrheit knapper geworden. Und sie hat gesagt, so beim nächsten oder übernächsten Mal, dann schaffen wir es dann endlich. Also das ist doch auch eine echte Politik, Anläufe unternehmen, Politik, geduldig genau. Bleiben, aber auch beharrlich bleiben. Manche gesellschaftliche Entwicklungen dauern halt auch eine gewisse Zeit und vielleicht es braucht immer Pioniere und ist jetzt die Zeit auch noch nicht reif, manche Dinge abzustimmen. Vielleicht ist sie das aber in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Das muss man sich einfach trauen. Also ich sehe das relativ entspannt. Ich glaube, das ist ja auch genau das, was den Evolutionsprozess ausmacht, dass eben gewisse Gruppierungen sich einsetzen für Themen, für sozusagen Projekte. Kannst du vielleicht eine kurze Zwischenbilanz geben, wie viele Einträge schon eingetroffen sind, wie viele Veranstaltungen abgehalten wurden? Vielleicht gibt es da ein paar Kernzahlen.
Also wir haben jetzt ungefähr knapp 3000 Personen, die sich auf der Plattform registriert haben, über 1000 Ideen, die eingemeldet worden sind, fast 4000 Kommentare zu diesen Ideen und ich weiß jetzt nicht, wie viele Likes und Dislikes. Insgesamt momentan 84 Veranstaltungen, die bisher eingetragen sind. Teilweise haben sie schon stattgefunden, teilweise werden sie jetzt stattfinden, über ganz Österreich hinweg, wie beispielsweise die heutige Nacht. Und das ist schon eine wirklich schöne und beeindruckende Zahl, vor allem wenn man sich vergegenwärtigt, dass ja nicht nur die 3000 Personen, die auf der Plattform sich registriert haben, damit dabei sind, sondern dass bei den vielen Veranstaltungen, die abgehalten werden, ja viele weitere Personen damit in Kontakt kommen, sich darüber Gedanken machen. Und das ist ein Multiplikatoreffekt, den es in der Form noch nicht gegeben hat. Und ich hoffe, dass noch viel, viel mehr passiert. Ich glaube aber jetzt schon eine positive Zwischenbilanz ziehen zu können. Bevor wir zu Inhalten gehen, interessiert mich noch das Prozedere für das nächste Jahr und für diesen entscheidenden Parteitag. Für mich ist der ja viel entscheidender als ein Parteitag, an dem über Personen entschieden wird. So wichtig auch Personen sind, diese langfristige Programmatik und die Praxis, die dann dazu kommt, scheint mir noch wichtiger zu sein. Es liegt wahrscheinlich, das, was du gesagt hast, ob dann über Verwundungen gesprochen wird, was natürlich in einer menschlichen Gemeinschaft wie einer Partei auch eine Relevanz hat und ob dann auch möglicherweise das Nachwehen verursacht, wieder abgestimmt wird und wenn es da zu Themen auch Sieger und Verlierer gibt, das hängt, glaube ich, dann doch auch stark ab von der Anzahl der verschiedenen Abstimmungen, die es da gibt. Also wäre es so, dass da hochstilisiert wird, das eine große Thema, wo es den Showdown gibt in Form der Abstimmung, naja, dann werden wahrscheinlich auch die Verwundungen nachher größer sein. Wenn es aber, und das scheint mir auch sachlich wesentlich seriöser zu sein, wenn es eine Anzahl von Abstimmungen gibt zu eben verschiedenen Fragen, die sich als zu entscheiden aus dem Evolutionsprozess ergeben, dann ist allein aufgrund der Quantität schon die Gefahr von Verwundungen geringer. Und meine Frage an dich ist die, in der Schweiz wird bei direkt demokratischen Elementen, die tatsächlich, habe ich den Eindruck, auch in der veröffentlichten Meinung in Österreich jetzt an Terrain gewinnen als beispielhaft, wird erstens lange diskutiert, 10, 15 Jahre, hat Andreas Kova heute hier im Gespräch gesagt, so viel Zeit haben wir nicht, da sind wir uns einig, glaube ich, aber die Bürgerinnen und Bürger bekommen dann vor der Abstimmung in der Schweiz eine kurze Übersicht über Pro und Contra zu einem Thema in einer sehr sachlichen, gut argumentierten Form, eine Übersicht, die von beiden treibenden Gruppen für das eine oder eben für das andere Thema auch akzeptiert wird und die so zugestellt wird. Ehrlich gesagt, können wir das nicht auch so machen bei unserem Bundesparteitag, dass der Delegierte zu den x abzustimmenden Themen einfach so einen Pro- und Contra-Zettel bekommt und da das kompakt noch einmal zusammengefasst ist, was in den Wochen und Monaten davor auch in der Evolution diskutiert worden ist. Also ich glaube sogar, dass es ein bisschen zu viele Dinge sein werden, die abgestimmt werden, um für jede Passage oder für jeden Aspekt einen eigenen Pro- und Contra-Zettel anzufertigen. Ich erkläre vielleicht kurz, wie wir derzeit geplant haben, dass dieser Abstimmungsprozess stattfindet. Jetzt, wenn bis Ende November die Ideen eingemeldet werden, schauen wir schon parallel, wie viele Ideen kommen zu einem und denselben Thema. Wir versuchen das Ganze zu clustern und daraus leiten wir dann Fragen ab. Beispielsweise, um jetzt eine provokante Frage zu stellen, wenn irgendwie bei 30, 40 Ideen irgendwie das Thema Frauenquote kommt oder Reißverschlusssystem oder was auch immer, dann leiten wir daraus die Frage ab, soll die ÖVP im Statut eine Frauenquote oder ein Reißverschlusssystem verankern, ja oder nein? Und da werden wir, ich schätze mal, 50 bis 70, vielleicht bis 100 Fragen rauskristallisieren können, die wir dann im Jänner zu einer Bewertung auf dieser Plattform zur Verfügung stellen und auch mit Zetteln austeilen, den Abgeordneten geben, ja, nein ankreuzen, soll man nicht, soll man nicht. Und daraus, aus diesem Ergebnis, wollen wir dann abstimmbare Texte oder wollen wir das Parteiprogramm adaptieren, textlich im Änderungsmodus, genauso wie das Statut. Und mit dieser Maximalvariante, das werden wir dann auch der Struktur vorstellen, wollen wir dann in den Parteitag gehen, wo wirklich Punkt für Punkt der Änderung jeweils vorgestellt wird, begründet wird von einem Evolutionsbotschafter und danach zur Abstimmung kommt. Und ich glaube, für jeden dieser Aspekte, für jeden dieser
Teile oder Zeilen einen eigenen Zettel pro und contra anzufertigen, halte ich vielleicht fast für ein bisschen übertrieben. Deswegen wollen wir die Verantwortung vor allem in die Hand der Evolutionsbotschafter legen, dass die das auch dann argumentieren, wenn sie dafür stehen, warum dafür oder warum dagegen und das dann zur Abstimmung bringen. Wird nicht einen Tag dauern, sondern tendenziell eher zwei, aber ich glaube, das ist gut so. Neben mir ist zum Beispiel Josef Waldstein, so ein Evolutionsbotschafter und als solcher hochaktiv, sogar nach Mitternacht. Und der Josef Waldstein hat mich gerade darauf hingewiesen, dass es eine Wortmeldung von den Besucherinnen und Besuchern dieser Nacht gibt. Von wem war die Wortmeldung? Der Gerald Spieß, auch ein großer Treiber dieser Veranstaltungsreihe der Nächte, hat das Mikrofon in der Hand und wird das Mikrofon einem Teilnehmer reichen. Es ist der Muammar Bersekovic, auch sehr verdient um den gesamten Prozess. Muammar. Genau, meine Frage wäre, wenn wir schon über christliche Soziallehre reden, was ich interessant fand, ist, besonders deshalb bin ich auch in der JVP oder ÖVP, eben deswegen, was mich interessiert ist, ich bin, glaube ich, 3 Jahre lang in dem Laden dabei und christlich-sozial wirklich jemand, das ist, glaube ich, noch die Minderheit. Also wir haben jetzt, glaube ich, 3 Sparten, die ich so einschätzen würde. Christlich-sozial die Minderheit, liberal und rechts. Und mich interessiert, wieso so wenig christlich-soziale? Oder ist es nur mein Gefühl? Danke für diese spannende Frage, lieber Muammar. Ich werfe kurz einen Blick zu Christian Bosch und Mike Prager, weil mich interessiert, Muammar ist jetzt gehört worden, aber nicht gesehen. Stimmt das so? Im Videostream? Wunderbar. Dann haben alle die Frage gehört. Ich brauche sie nicht zu wiederholen. Gernot. Also, gute Frage. Wir haben ja keine Daten dazu, wer sich als was fühlt. Wobei auch die Grenzziehung zwischen diesen Aspekten, und es sind ja letztlich Aspekte, sicherlich auch verschwimmen, dass die ÖVP auf christlich-sozialen Wurzeln fußt von ihrer Grundideologie her, das ist, glaube ich, relativ unbestritten, genauso wie Liberalismus und Konservativismus Einflüsse haben. Ich würde aber bezweifeln, dass viele Leute jetzt wirklich was mit der Differenzierung anfangen können. Deswegen, glaube ich, stellt sich die Frage in der Form nicht. Ich glaube, die Praxis ist relevant, die politische Praxis, die dann aus solchen Werthaltungen hervorkommt. Und wir haben heute auch schon diskutiert, und damit biegen wir vielleicht eine der Diskussion auch in einen programmatischen Bereich, dass es schon auffällig ist, dass besonders Politikerinnen und Politiker der ÖVP, wenn sie eine politische Botschaft abrunden wollen, ich kann auch sagen, wenn sie eine Festrede halten, man könnte auch sagen Sonntagsrede dazu, dass die dann sagen, die Werte sind wichtig. Oder sogar wirklich nur mehr im Nachgang, die Werte sind auch wichtig, ohne eigentlich näher zu beleuchten, welche Werte da gemeint sind oder was mit Werten überhaupt auf einer methodischen Ebene gemeint ist. Jetzt bist du jemand, der, ich sage das wirklich, weil ich so erlebe, 2 Jobs macht. Du bist ja Generalsekretär im Alltagsgeschäft, das ist ja auch nicht wenig. Und auf der anderen Seite treibst du deinen Programmprozess, der seinesgleichen sucht. Also wenn jemand eine Antwort auf die Frage, wie ist der Begriff Werte überhaupt zu verstehen, bevor wir überhaupt auf die einzelnen Werte dann kommen, und wie kann das, was als Werte bezeichnet wird, in der politischen Sprache, speziell der ÖVP, angereichert werden mit Substanz, die dann auch verstanden werden kann von Bürgerinnen und Bürgern? Also man kann es wahrscheinlich am besten, oder Werte ganz grundsätzlich sind gedankliche Grundlagen des menschlichen Handelns, so würde ich es jetzt einmal definieren. Die müssen von irgendwas abgeleitet werden und wir leiten sie ab von einem bestimmten Menschenbild. Letztlich jede Art von Politik hat auch das Ziel, Gesellschaft zu beeinflussen oder Gesellschaft zu verändern in eine Richtung. In die Richtung, wo halt die bestimmte Ideologie das Richtige für den Menschen sieht. Das heißt, die Grundlage ist die Frage, wie sieht man den Menschen? Was ist der Mensch aus der Sicht eines Politikers? Und darüber kann man an sich schon lang diskutieren. Und jetzt will ich nicht die anderen anstreifen, sondern bleiben wir bei unserem, christliche Soziallehre. Der Personenbegriff in der christlichen Soziallehre, das, was den Menschen im Inneren ausmacht, ist die Doppelnatur einer individuellen und einer sozialen Natur. Daraus leiten sich verschiedene Dinge ab. Heißt, ich bin unverbrüchlich in meinem Menschsein, in meiner Würde. Mir darf kein Leid angetan werden, wenn es nicht gerechtfertigt ist, etc. Gleichzeitig aber, aufgrund der sozialen Natur kann ich nur dann Mensch sein, weil ich mit anderen Menschen interagiere. Daraus leiten sich bestimmte Handlungsanleitungen für Gesellschaftspolitik ab. Beispielsweise Solidarität. Das heißt, wenn jemand nicht fähig ist,
selbst Mensch zu sein und aufgrund seiner eigenen Verfassung, weil er zu arm ist oder weil er behindert ist oder weil er sonst irgendwas, nicht zur Verwirklichung seines Menschseins kommen kann, habe ich die Pflicht aufgrund der Sozialnatur des Menschen, ihm das zu ermöglichen. Das ist das Solidaritätsprinzip, der Wert der Solidarität. Wenn ich sage Subsidiarität, dann meint das die Tatsache, dass aufgrund der Tatsache, dass der Mensch ein Individuum ist und dass er frei über sich selbst und sein Leben entscheiden können muss, dass die Entscheidungen, die über ihn getroffen werden, in einem Staat möglichst nahe bei ihm getroffen werden müssen. Das heißt, alles, was auf der unteren Ebene entschieden werden kann, möglichst nahe am Menschen, den es betrifft, soll auch auf der unteren Ebene getroffen werden und nicht auf der Ebene darüber. Das ist der Unterschied zwischen Subsidiarität und Zentralismus. Und so könnte man die verschiedenen Werte durchdefinieren und immer, immer weiter in die Tiefe gehen. Dann können wir zu Werten wie Freiheit gehen, zu verschiedensten Dingen. Aber die Basis ist immer das Menschenbild und wie der Mensch in der Gesellschaft verankert ist. Also ich bin glücklich darüber, dass ein Generalsekretär der ÖVP, nämlich du, eine so komplexe Frage so klar beantworten kann. Und frage nur einen kurzen Punkt nach, bevor der Josef Waldstein wieder eine Frage hat. Nämlich, wir sind uns einig darüber, dass Werte zunächst nicht etwas rein Politisches sind und nicht etwas rein Theoretisches sind, sondern dass jeder Mensch, ob er das so nennt oder nicht, und ob das immer im Bewusstsein da ist oder unterbewusst ist, ganz automatisch Wertentscheidungen trifft, hinter denen Werte stehen, die ja, persönliche Überzeugungen sind. Das ist ein lustiger Aspekt, das ist aber das Henne-Ei-Problem. Sind Werte, die man nur vermitteln kann, wenn man sie rational erklärt, also mit Sprache, das heißt, da muss man viel nachdenken drüber, das ist alles sehr theoretisch, werden Werte zu Werten über Theorie oder aufgrund von Emotionen? Ich sehe das einfach so. Und wahrscheinlich ist es beides. Es ist natürlich wechselseitig bedingt, weil es muss ja auch eine Motivation für mich geben, über verschiedene Dinge nachzudenken. Das ist wahrscheinlich bei jedem Einzelnen eine Emotion. Es interessiert mich einfach. Ich habe das Bauchgefühl, das passt eher zu mir. Und dann frage ich, warum ist das so? Und versuche es zu formulieren. Also die Frage. Wir stehen da auch auf den Schultern derer vor uns und können uns inspirieren lassen von denen, die vor uns gedacht haben. Und das ist vielleicht auch der theoretische Teil und gefühlt haben. Und wir selber fühlen dann. Und wenn das zusammenpasst, entsteht vielleicht ein Wert, ob wir ihn so nennen oder nicht. Josef? Ich würde gerne eine Frage daran anschließen, an die Begriffsdefinition von Werten. Werten. Vor eine sehr interessante Diskussion mit der Regina Pollack, Werteforscherin an der Universität Wien. Und sie meinte, es gibt eben nicht nur einen Lebensweg heutzutage. Es gibt im urbanen Raum viele Menschen, die einfach verschiedene Lebenswege gehen. Und es gibt dadurch auch einen gewissen Wertewandel. Geht der Evolutionsprozess auch darauf ein? Wird es sozusagen neben Freiheit, Solidarität, Selbstverantwortung, die gewissen Werte, die jetzt im Grundsatzprogramm auch verankert sind, einen Wertewandel geben und einen Prozess geben, der darauf Bezug nimmt, um dann diese Leute auch abzuholen in ihren Lebenssituationen, in denen sie sich befinden? Oder wird es sozusagen einfach das Menschenbild, die Grundsätze, die die ÖVP hat, bestehen bleiben natürlich und sozusagen ja, die Begrifflichkeiten liberal, konservativ, christlich, sozial weiter Bestand haben? Also was bisher auf der Ideenwand eingemeldet ist, und das kann sich ja jeder anschauen, jeder und jede, ist ja transparent, hat mich insofern ein bisschen überrascht, als es die Grundwerte in keiner Weise auch nur irgendwie in Frage stellt, überhaupt nicht, sondern dass es bei der konkreten Formulierung von politischen Maßnahmen eher den Konflikt gibt, nicht bei den Grundwerten. Das ist relativ konsensuell, da sagen irgendwie alle, das passt, das ist eine solide Basis, aber in dem und dem Bereich heißt das was anderes als früher. Das heißt, über das Fundament unseres Handelns wird wenig gestritten, über die konkreten Ausformulierungen, was wir dann am Ende des Tages tun politisch, wird mehr gestritten. Stichwort Lebensfragen zum Beispiel, also Euthanasie, Abtreibung, diese Themen, kommen die auch vor oder sind die eher zweitrangig? Ja, kommen auch vor, sind aber nicht die meist diskutierten Themen und wenn sie diskutiert werden, dann eher in dem, was man jetzt landläufig eher als sehr konservativ verstehen würde, was manche vielleicht ein bisschen überraschen wird, nicht alle. Okay. Also wir sind auf der Ebene der Werte und der Grundsätze und wissen aber auch, die müssen auf den Boden kommen.
Die brauchen konkrete Maßnahmen, konkrete Themen. Josef Waldstein ist schon ein bisschen eingestiegen mit den Beispielen, die er genannt hat, für konkrete Inhalte und Maßnahmen. Siehst du eine Chance, dass etwa das, was Reinhold, was Rudolf Mitlöhner gesagt hat, der Chefredakteur der Furche im Gespräch heute, hier vor Ort in dieser Nacht, dass Differenzierung nicht immer Diskriminierung bedeutet, was ja wahrscheinlich eine urbürgerliche Ansicht ist und eben eine gerade nicht linke Ansicht ist, oder dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden muss, um eben gerade nicht zu diskriminieren und um gerade nicht durch Bevorzugung von den einen eben wieder andere zu benachteiligen, dass sich das durchsetzen kann. Ich weiß, es klingt theoretisch, aber es klingt deshalb so theoretisch, weil ich dich nicht auf einzelne Themenfelder festnageln will, wie das der Tagesjournalismus tun will, und weil ich weiß, dass du Dinge genauso abstrakt auch denken und formulieren kannst, wie ich es jetzt versuche, nämlich gibt es die Möglichkeit, gegen einen, nennen wir es mal linken Mainstream, in vielen Teilen der veröffentlichten Meinung, einen bürgerlichen Strom, der viel mit der öffentlichen Meinung zu tun hat, der genau das heißt, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln, und Differenzierung bedeutet nicht immer Diskriminierung, wirklich zu leben als ÖVP? Oder wird jetzt der Evolutionsprozess bedeuten, okay, wir kommen ins 21. Jahrhundert und gehen so in Richtung des durchaus attraktiven, im skandinavischen Raum verbreiteten, ja, bürgerlich heißt heute was anderes und das machen wir jetzt auch so. Wie schätzt du das ein? Na, ich habe schon kurz angedeutet, dass es für viele überraschend war, dass die Themen auf der Ideenwand in einer relativ konservativen Art und Weise diskutiert worden sind oder in eine konservative Richtung gehen, weg von der veröffentlichten Meinung hin zu scheinbar der Meinung der Leute, die sich für die ÖVP interessieren oder die aus der ÖVP kommen. Da gibt es vielleicht eine gewisse Differenz. Und das mag manche überrascht haben, mich persönlich nicht. Ich glaube aber auch, dass wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest bei der veröffentlichten Meinung, dass man sehr, sehr schnell draufkommt, dass man von verschiedenen Dingen spricht, wenn man dasselbe sagt. Ich meine, jetzt nehmen wir das Wort Gesamtschule zum Beispiel. Da wird immer ein Gegensatz konstruiert zwischen dem Westen der ÖVP und dem Osten der ÖVP. Es wird aber von gänzlich unterschiedlichen Rahmenbedingungen ausgegangen. Ich meine, wenn ich im Zillertal einen Gesamtschulversuch machen will, dann ist das null Problem, weil da gibt es nur eine Schule. Und was heißt Gesamtschule? Das heißt, dass alle in eine Schule gehen. So, nachdem das dort eh schon der Fall ist, können dort alle in eine Schule gehen. Hoho. Wenn ich in Wien zum Beispiel im Ballungsraum innerhalb von einem Bezirk 7 verschiedene Schulen habe auf derselben Schulstufe, dann stellt sich die Frage nach einer Gesamtschule ganz anders, als wo es nur eine Schule gibt. Und deswegen ist auch die Differenz erklärbar in der Diskussion. Wenn manche im Westen sagen, probieren wir das aus, Gesamtschule, schreien manche im Osten auf und die im Westen sagen, oh mein Gott, ist das verzopft, aber für die ist das kein Problem und da ist es ein anderer Rahmenbedingung. Aber man sieht daran auch, wie wichtig Begriffe sind, das Verständnis von Natürlich. Begriffen, schon intern, erst recht in der Öffentlichkeit. Und das hinterfragen der Rahmenbedingungen. Und das sage ich schon selbstkritisch für uns alle, in Deutschland würde man sagen, die Linke, und damit ist nicht nur eine Partei gemeint, sondern einfach auch eine Richtung, die ja ihren gesellschaftlichen Platz hat und auch ihre gesellschaftlichen Verdienste zweifellos hat. Aber die Linke war und ist besser darin, Begriffe zu deuten und diese Deutungshoheit dann für sich zu beanspruchen und zu behalten, als der nicht-linke Teil. Das ist jetzt ein bisschen pauschal formuliert, kann man wahrscheinlich so sehen, aber auch da könnte man wahrscheinlich mehr in die Tiefe gehen und das analysieren. Und wir können daran arbeiten, wenn uns Begriffe wichtig sind, wenn uns letztlich in diesem Beispiel Kinder wichtig sind, wenn uns Bildung wichtig ist, dass wir auch Begriffe so besetzen, dass wir überhaupt darüber sprechen können, dass wir das verbalisieren können, was wir meinen. Auch hier, wenn man die Frage andersrum stellt, nämlich soll das Gymnasium abgeschafft werden oder im Extremfall sollen Privatschulen verboten werden, naja, dann wäre, glaube ich, für eigentlich jede und jeden, die da der bürgerlich denkt, klar, naja, selbstverständlich kann eine erfolgreiche Schulform nicht einfach abgeschafft werden und sollen Privatschulen nicht verboten werden in einer freien Gesellschaft. Wir sind jetzt bei einem Punkt, an dem wir noch einen Wechsel haben in der
Moderation der heutigen Nacht. Aber das möchte ich nicht machen, ohne Josef Waldstein um ein Schlusswort von seiner Seite zu bitten, nachdem er ja fast 5 Stunden auf diesem Podium gesessen ist und mitmoderiert hat. Und ich möchte zum Abschluss nochmal Josef Waldstein danken dafür, dass er Evolutionsbotschafter ist, dass er sich einbringt in den gesamten Prozess, dass er sehr spontan zugesagt hat, diese Moderation mitzumachen. Und ich stelle ihn nochmal vor als jemanden, der zum ersten Mal bei einer Wahl angetreten ist, als die Europawahl stattgefunden hat im heurigen Jahr. Und als Freund der Statistik gefällt mir etwas ganz besonders, dass Josef Waldstein für sich ganz allein beanspruchen kann. Er hat durch Vorzugsstimmen mehr Plätze übersprungen, und zwar in die richtige Richtung, nach vorne, als jede andere Kandidatin und jeder andere Kandidat. Er ist von Platz 18, auf dem er kandidiert hat, durch Vorzugsstimmen auf Platz 12 gekommen bei der Europawahl. Auch das hat eine Bedeutung. Das hat eine Bedeutung für Gestaltungskraft, für politisches Gewicht. Man sieht es ja auch daran, dass Gernot Blümel ihn zu einem seiner Evolutionsbotschafter gemacht hat. Und Josef Waldstein beweist nicht nur Herz und Hirn, er beweist auch Geduld in seiner Arbeit und viel Kreativität. Ich bin glücklich, dass du mit an Bord bist insgesamt, Josef, und dass du heute Nacht mit an Bord warst und auch noch bleibst. Ich bitte dich um dein Schlussstatement, bevor dein Platz besetzt wird von Gerald Spies. Josef? Vielen Dank, lieber Lukas. Vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich will mich auch an dieser Stelle bedanken, sozusagen, nicht nur dafür, dass ich sozusagen von der ÖVP ernst genommen wurde, um bei der Europawahl zu kandidieren und einen guten Beitrag zu leisten, sondern dann auch in weiterer Folge als Evolutionsbotschafter tätig zu sein. Das ist ein Zeichen, ein klares Zeichen nach außen, dass dieser Prozess wirklich ernst genommen wird, intern. Und ich will den auch ernst nehmen als Evolutionsbotschafter und daran glauben, dass der Evolutionsprozess, Botschafterprozess, auch sozusagen ein Garant für das Weiterbestehen einer guten Politik in Österreich sein kann. Und dafür will ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Gernot. Und ich hoffe, dass in Zukunft diese Zusammenarbeit weiter besteht. Ich werde in Brüssel tätig sein, im Pressesprecherdienst der Kommission, wahrscheinlich für das Handelsabkommen, das angesprochen wurde, und bedanke mich auch bei dir, Lukas, jetzt für die Einladung, dass du an mich gedacht hast, und für die spannende Diskussion mit den ganzen anderen Teilnehmern aus verschiedensten Kreisen, aus verschiedensten Schichten und Berufen, und hoffe, dass diese Beiträge dann auch zu einem sozusagen positive Impact auf der Ideenwand finden. Danke. Vielen Dank, Josef Waldstein. Applaus für den Josef, fürs lange Durchhalten auch hier am Podium. Während der Mike Prager, der Mann, der hinter dem Livestream steht, das Headset dem Gerald Spies gibt, das Headset, das bis jetzt Josef Waldstein auf dem Kopf gehabt hat, nütze ich die Zeit dafür zu sagen. Diese langen Nächte der ÖVP haben den Zweck, mit insgesamt 100 Menschen, die als demografisches Abbild Österreichs zusammengesetzt sind, mit 51 Frauen und 49 Männern, mit den Menschen aus den verschiedenen Berufsgruppen im entsprechenden Anteil und so weiter, Gespräche darüber zu führen, was Sie von der Volkspartei halten und wie Sie glauben, dass die Volkspartei sich weiterentwickeln muss, um auch in Zukunft eine gute politische Dienstleistung zu erbringen. Die ÖVP will sich selbst finden mit einem Evolutionsprozess, mit dem Evolutionsprozess, den Generalsekretär Gernot Blümel, der jetzt in der Nacht hier Rede und Antwort steht, in Gang gesetzt hat. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Gernot Blümel hat einleitend gesagt, keine andere Partei macht so etwas, schon gar nicht öffentlich, schon gar nicht mit Livestream, schon gar nicht mit einer tatsächlich und wirklich ergebnisoffenen Diskussion. Wir trauen uns das zu, weil wir bürgerlich sind, weil wir die Debatte gerne haben, weil wir sie gerne führen und weil wir glauben, dass 4 Augen mehr sehen als 2, dass gute Inhalte gut entwickelt werden können, wenn viele Menschen zusammenhalten und das Zusammenhalten in der Praxis, in der Umsetzung auch fortsetzen. In diesem Sinne begrüße ich Gerald Spies, der jetzt auf die Bühne kommt und als Moderator den restlichen Abend zusammen mit mir in der Befragung des Gernot Blümel bestreiten wird. Bitte nimmst du Platz, Gerald?
Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Gerald Spies ist nicht erst jetzt mit dabei. Gerald Spies war der allererste, dem ich erzählt habe vom Konzept der Volkspartei Nächte und der sofort zugesagt hat, er ist mit dabei, obwohl er viele Herausforderungen hat als Unternehmer, als Wirtschaftsgemeinderat in seiner Heimatgemeinde Solenau, als der er heute auch unterwegs war. Am Abend, das ist der Grund dafür, dass er erst spät zu unserer Nacht gestoßen ist. Etwas, wozu ich jede und jeden auch einladen kann, die oder der sich im Umfeld von Wien bewegt, einfach zum Rathausplatz 9 zu kommen, die Gelegenheit zu nutzen, mit Gernot Blümel von Angesicht zu Angesicht zu reden und sich zu beteiligen oder eben hier im Livestream unter lmaa.cc/evo-nacht. Gerald, stellst du dich noch selbst ein bisschen genauer vor, bevor wir einsteigen in den zweiten Teil des Gesprächs mit Gernot Blümel? Zuerst einmal danke, dass ich auch wieder dabei sein darf. Wir hatten ja schon zweimal die Ehre, in Graz und in Salzburg gemeinsam mit vielen ÖVPlern und ÖVP-Sympathisanten und Interessanten zu diskutieren. Es ist eine sensationelle Veranstaltung heute. Ich habe das jetzt schon eine Zeit lang verfolgen dürfen. Ich bedanke mich an der Stelle auch bei denen, die mich jetzt vertreten haben, da ich natürlich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein konnte. Ja, zu meiner Person ganz kurz. Ich nenne mich immer gelernter Journalist, weil es eine Leidenschaft von mir war, was ich auch jahrelang gemacht habe. Vom Journalismus dann in die Politik. Heute Wirtschaftsbündler, seit 11 Jahren selbstständig in der Kommunikationsbranche, in der Werbebranche. Und will damit auch weniger über mich reden, sondern mehr über die Volkspartei und würde dann gleich weitergeben, dass wir starten. Welche Einstiegsfrage an den Gernot von deiner Seite brennt dir auf der Zunge? Sie brennt weniger mir auf die Zunge, obwohl sie passend ist. Ich war, wie du gesagt hast, vorher auf einer lokalen Veranstaltung in Solenau und ich habe mir erlaubt, von dort Fragen mitzunehmen von den Leuten, die dort waren. Und wir kommen jetzt so ein bisschen an radikalen Themenwechsel, weg von den Werten. Du sitzt hier als relativ junger Generalsekretär. Wir haben den jüngsten Außenminister. Und trotzdem spricht man immer von der Politikverdrossenheit der Jungen. Widerspricht sich das? Widerspricht sich das nicht? Oder woher kommt das? Widersprechen tut sich auf keinen Fall. Politikverdrossenheit ist jetzt ein Begriff, über den wir ein bisschen reden müssten. Den sollten wir ein bisschen analysieren. Wahrscheinlich meint man landläufig damit das, dass die Wahlbeteiligung geringer wird, dass alle Parteien Probleme mit den Mitgliedern haben, dass die großen Parteien nicht mehr Volkspartei sind, weil sie immer mehr verlieren, dass es so Interessensgruppen gibt, die mal aufkommen, mal weg sind. Das meint man landläufig, so wie ich es verstehe, unter Politikverdrossenheit. Das ist ein sehr, sehr altstrukturierter Begriff. Und jetzt kann man sagen, das stimmt, weil beispielsweise bei der Wahl 75 hat es 93% Wahlbeteiligung gegeben, bei der letzten Wahl, Nationalratswahl, waren es 74%. Bei der Wahl 75 hat es, glaube ich, 3% Wechselwähler gegeben, bei der letzten Nationalwahl waren es 30%. Das heißt, das Wählerverhalten wird immer volatiler, es gibt immer weniger Leute, die sich beteiligen, aber von einer Politikverdrossenheit zu reden, das sehe ich überhaupt nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil gerade in einer Zeit von sozialen Medien, Facebook etc., sieht man, wie schnell, wie viele Leute, gerade Junge, sich für ein Thema engagieren und auch committen, sich dazu bekennen, mit Likes, mit Kommentaren, wesentlich mehr, als das noch früher der Fall gewesen ist. Politisches Engagement findet einfach nur anders statt als früher. Früher war es so, wenn der Vater ÖVPler war, ist der Bub ÖVPler gewesen, etc. Parteibuch ist quasi vererbt worden von den Eltern an die Kinder. Das findet nicht mehr statt. Und wenn man das unter Politikverdrossenheit versteht, okay, ich würde es eher unter Parteipolitikverdrossenheit sehen. Aber Politikverdrossenheit, das Interesse an der gesellschaftlichen Gestaltung verlieren, sicher nicht. Es findet nur anders statt. Mehr themenbezogen, mehr personenbezogen. Und da müssen sich auch politische Parteien darauf einstellen und genau in die Richtung gehen in Zukunft. Und ich glaube, das tut man, indem man jungen Menschen eine Chance gibt und indem man auch das Vorzugsstimmensystem verstärkt. Wir haben bei der letzten Nationalratswahl 1,7 Millionen Vorzugsstimmen gehabt, die vergeben wurden. Unter den besten Vorzugsstimmenpolitikern, unter den besten 3 waren 2 ÖVPler. Also das zeigt schon, dass wir auch einiges tun in die Richtung, um eben auf diesem Zug aufzuspringen und auch das zu bedienen, was gewollt ist. Also beim Vorzugsstimmen-Thema stimmt das ganz eindeutig, dass wir da einiges tun. Man kann das gar nicht oft genug betonen.
Ich bin auch ein bisschen traurig darüber, dass in der veröffentlichten Meinung die überragende Bedeutung von Vorzugsstimmen und Persönlichkeitswahl für das politische Spektrum und die Veränderung des politischen Spektrums nicht immer in dem Ausmaß gesehen wird, in dem zumindest, glaube ich, es gesehen werden sollte. Aber was ansonsten die Struktur der ÖVP betrifft, würdest du sagen, dass sie auf die Herausforderungen, wie du selbst sie gerade beschrieben hast, jetzt gegenwärtig richtig eingestellt ist? Naja, wenn sie immer richtig eingestellt wäre, dann müsste man ja nicht über Entwicklung diskutieren. Genau. Aber es ist auch nicht alles schlecht und damit komme ich vielleicht ein bisschen zur Anfangsfrage zurück. Es wird auch viel die Struktur gescholten, die Art und Weise, wie Politik funktioniert. Aber da muss man auch differenzieren wieder. In manchen Bereichen funktioniert es sehr, sehr gut. Es ist ein Segen für uns, dass wir so viele Mitglieder haben, die in den Ortsparteien, in den Gemeindeparteien sich für die ÖVP engagieren, die in Bünden organisiert sind. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sich das Umfeld ändert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur meine Person hernehme, bin vom Land in die Stadt gezogen. Jetzt habe ich schon einmal eine Landesgrenze übersprungen. Und Bekannte von mir sind einmal Arbeitnehmer gewesen, einmal Arbeitgeber. Und einer ist irgendwie 37 und ist jetzt Biobauer geworden. Der hat mit nicht einmal 40 jeden Bund in der ÖVP durch, außer Senioren und Frauen. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, ob das dann noch zeitgemäß ist in der Struktur. Aber was heißt das dann praktisch? Werten wir die Direktmitgliedschaft auf? Den Umkehrschluss zu ziehen, dass die Lösung ist, die Bünde abzuschaffen, ist ein Holler. Stimmt überhaupt nicht. Wir müssen uns Alternativen dazu überlegen. Und beispielsweise, wir haben beim Auftakt zur Evolution mit der Schweizer Generalsekretärin der Schweizerischen Volkspartei diskutiert. Und die hat gesagt, sie haben auch das Problem gehabt, dass sich Leute irgendwie nicht mehr so in diesen klassischen Strukturen wiederfinden. Und die hat einfach gesagt, das ist ja egal, durch welche Tür die Leute in das Haus Schweizer Volkspartei hereinkommen. Hauptsache, sie sind mit dabei. Und die haben zum Beispiel so Interessensgruppen gegründet, beispielsweise migrantische Interessensgruppen, die Armenier in der Schweizer Volkspartei, die Kroaten in Zürich in der Schweizer Volkspartei. Also hervorragendes Beispiel. Bünde aufzustellen, sondern einfach Interessensgruppen anzusprechen und sie so in die Politik zu holen. Das Beispiel ist gut. Die Veranstaltung mit der Schweizer Generalsekretärin und den anderen Gastrednern war gelungen und ergiebig und sehr inspirierend. Nur ganz praktisch, Gernot. Wir wissen beide, wie Parteivorstände beispielsweise zusammengesetzt sind, von der Ortsebene bis zur Bundesebene. Nämlich mit Vertreterinnen und Vertretern der 6 Teilorganisationen mit Sitz und Stimme, weil eben die ÖVP so strukturiert ist, was ja auch gewissermaßen eigentlich einer zivilgesellschaftlichen Lesart von Politik entspricht und so gewachsen ist, weil Menschen aus ihren konkreten Lebensrollen vertreten werden. Wie aber dein Beispiel von dem mittlerweile Biobauern zeigt, sind ja diese Lebensrollen nicht mehr so eindeutig zuzuweisen und bilden die Teilorganisationen diese Lebensrollen nicht mehr eindeutig ab. Und was jetzt noch dazu kommt, anhand deines Beispiels, die Interessengruppe für das Thema X oder Y, wie du das jetzt genannt hast, ja, die wäre ohne Strukturänderung in dem Parteivorstand dann genauso wenig vertreten wie jetzt, auch wenn sie als Interessengruppe bezeichnet wird. Also ich formuliere es so, ich habe selber erlebt, eine relativ hohe Persönlichkeit in unserer Partei, die in einer Sitzung den Parteichef wörtlich gefragt hat, kannst du uns schon ein bisschen was davon verraten, was beim Evolutionsprozess herauskommen wird? Ich hatte den Eindruck, dass diese Persönlichkeit eigentlich nicht verstanden hat, was der Evolutionsprozess ist. Daher möchte ich dir jetzt nicht eine solche Frage stellen. Aber was mich interessiert, ist, ob du übereinstimmst darin, dass es neben der Einrichtung von Interessengruppen und dergleichen, die sicher wichtig sind, schon auch strukturelle Änderungen braucht, selbstverständlich ohne die Bünde abzuschaffen, nicht nur wegen der realpolitischen Unmöglichkeit, sondern auch aus den von dir inhaltlich genannten Gründen, aber strukturelle Änderungen trotzdem, oder nicht? Naja, natürlich. Ich halte das sogar für den wesentlich gewichtigeren Bereich, als da und dort über inhaltliche Formulierungen zu diskutieren, weil die Geschäftsordnung, das Statut ist die Art und Weise, wie die Organisation sich entwickelt und lebt. Und da gibt es mehrere Aspekte, über die diskutiert wird. Die Interessensgruppen machen nur da Sinn, wenn es eine Direktmitgliedschaft geben kann, weil die müssen davon irgendwo betreut werden. Es macht keinen Sinn, jetzt noch einmal Bünde aufzubauen, noch und nöcher, sondern die müssten direkt angedockt sein. Das wäre eine Möglichkeit. Die Frage, ob man Frauenquoten oder Reißverschlusssysteme stärker verankert, ist eine rein
organisatorisch-strukturelle Frage. Die Frage von Vorzugsstimmen ist eine rein organisatorisch-strukturelle Frage. Und das sind die wesentlichen Punkte, glaube ich, die wir diskutieren müssen. Und da können wir alle gespannt sein, wie auch die Bewertungsphase ausgeht und dann der Parteitag. Jetzt haben wir die Situation in der Volkspartei, dass wir vor allem in der Zeit nach Schüssel an der Parteispitze relativ wenig Kontinuität haben, relativ kurze Phasen, bis wieder gewechselt worden ist. Jetzt kommt oft der Vorwurf, wieder zu den Bünden zu kommen, naja, die werden ja von den Bünden auch gesagelt. Die Bünde und die Länder wollen eher eine Platzzahl haben und daher hält sich keiner. Liegt das wirklich an der Struktur oder hatten wir bis jetzt noch nicht den richtigen Mann an der Spitze, der das auch wieder in Linie bringt? Weder das eine noch das andere, glaube ich. Die Frage der Struktur, also es wird immer viel diskutiert, die Länder, die Bünde und wenn man die alle abschaffen würde, dann wird das doch automatisch viel, viel besser laufen. Nur ein Beispiel. Also es wird quasi implizit die Annahme in den Raum gestellt, wenn man diese Struktur auflöst, ist man automatisch erfolgreich. Beispiel, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, vor ein paar Wochen hat Apple die neue Produktpräsentation gehabt. Und diese Apple-Produktpräsentationen, die waren immer grenzgenial und richtungsweisend, vor allem unter Steve Jobs. Ich meine, die ganze Welt hat zugesehen, wie er das präsentiert und dieser Spirit, der von ihm ausgegangen ist, das hat man richtig spüren können, sogar über den Livestream. Und jeder, der in dieser Firma gearbeitet hat, wollte das machen, was der Steve Jobs sagt. Die sind alle in eine Richtung gelaufen und jetzt ist der Steve Jobs weg und sie haben einen neuen Chef. Und die Produktpräsentation war genauso professionell, handwerklich genauso perfekt. Aber es hat das gefehlt. Der Typ hat genau dieselbe Struktur wie vorher. Vorher hat super funktioniert, jetzt hat er mit derselben Struktur scheinbar ein Problem. Heißt, es gibt auch Beispiele, wo es trotz derselben Struktur schlechter rennt. Das heißt, die Struktur kann vielleicht manche Dinge verbessern oder verschlechtern, aber sie ist nicht der alleinige Grund, warum du erfolgreich bist oder nicht. Da musst du einen Spirit zusammenbringen, da musst du Leute an der Spitze haben und auch rundherum, die was wollen. Da braucht man Leute, die engagiert sind und eine lange Nacht der Evolution machen beispielsweise. Und diese ganzen verschiedenen Dinge, wenn die auf ein Konto einzahlen und alle in dieselbe Richtung laufen, dann kann man als große Organisation erfolgreich sein. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, den wir schaffen müssen. Und das liegt an jedem Einzelnen, dass wir auch den Esprit versprühen, um das möglich zu machen. Schaffen wir es, bevor uns der Neos überholen? Also jetzt vielleicht ein bisschen provokant formuliert, aber ich glaube nicht, dass es die Neos bei der nächsten Nationalratswahl noch geben wird. Woher nimmst du diese Auffassung? Also ich habe nach der letzten Nationalratswahl, diese Euphorie dieser neuen Partei war ja irgendwie spürbar überall und alle haben gesagt, so, jetzt ist das neue bürgerliche Lager und Wahnsinn und 15% mindestens bei der nächsten Wahl. So, dann war die Europawahl da, es waren 8,5%, gut, kann man sagen, vom Standwerk 8,5% ist super, ist solide, perfekt. Bei der Landtagswahl in Vorarlberg waren es auch wieder 13-14% Erwartungshaltung. Dann haben sie es selber schon revidiert auf zweistellig oder 9% und das haben sie auch nicht erreicht. Also die Bäume wachsen nicht in den Himmel und ich glaube, immer dann, wenn es konkret wird, steht man am Prüfstand. Wenn man eine Person in die Diskussion schickt, wo man bei Themen bestehen muss, wo man auch innerhalb der eigenen Bewegung einen Ausgleich der Interessen und der Formulierungen finden muss, das ist politisches Handwerk, das muss auch gelernt werden und das geht nicht nur mit einem medialen Hype. Und den medialen Hype haben sie gehabt und sind, glaube ich, am Boden der Realität angekommen. Jetzt müssen sie schauen, als politische Bewegung, dass sie sich stabilisieren. Momentan gibt es einen Abwärtstrend, der eindeutig in diese Richtung weist, die ich beschrieben habe. Klar ist aber auch, dass wir besser werden müssen. Und das ist ja das Schöne an Wettbewerb. Der Beste wird am Ende des Tages gewinnen. Und ich glaube, wir haben momentan ein wirklich, wirklich gutes Angebot, was das Regierungsteam betrifft. Wir bemühen uns, intern uns weiterzuentwickeln mit dem Evolutionsprozess. Und das alles in Summe, mit unserer Erfahrung, mit der Tradition, mit den Werten der ÖVP, ist ein unschlagbares Argument. Also meine Auffassung war immer, dass eine Regierungspartei nicht aufhören darf, im besten Sinn des Wortes auch Partei zu sein.
also Hort der gesellschaftlichen Meinungsbildung, in dem sich Menschen sammeln, die mehr oder weniger gleichgesinnt sind, sich koordinieren, akkordieren, gemeinsam eine Position entwickeln und daneben und manchmal auch daraus auch Regierungsarbeit läuft. Du hast diesen Grundgedanken jetzt in die Praxis umgesetzt, indem du den Evolutionsprozess ins Leben gerufen hast, während mit vollem Geschäft auch Regierungsarbeit geleistet wird von dieser ÖVP. Und es wird Entscheidungen geben nächstes Jahr. Wir haben eigentlich die erfreuliche Botschaft auch in dieser langen Nacht von dir bekommen, dass diese Entscheidungen auf breiter Basis mit echten Parteitagsabstimmungen stattfinden werden. Aber ich frage mich schon, wie soll es funktionieren, dass nach diesem Parteitag eben echte Parteiarbeit im guten Sinn des Wortes, in dem Sinn, wie ich es gerade beschrieben habe, auch wirklich weitergeht und dann nicht wieder alles sich voll auf Regierungsarbeit konzentriert. Ich sage noch dazu, auf Regierungsarbeit konzentriert hat sich auch alles in der Ära Schüssel, wo aber dann in den personellen Entscheidungen, in der parteipolitischen Arbeit im positiven Sinn, einfach wirkliche Mankos aufgetreten sind. Ich denke, das darf man auch sagen, auch wenn man Wolfgang Schüssel als Person, denke ich, zu Recht in Ehren hält. Gut, jetzt stellen wir nicht den Kanzler, müssen trotzdem unser Bestes geben in der Regierung. Unsere Regierungsmitglieder tun das auch, du hast das gerade beschrieben. Aber eine Regierungspartei ist nie gefeit davor, die Parteiarbeit zu vernachlässigen. Und wir schon gar nicht, weil so in der DNA, wie das so gerne gesagt wird, der ÖVP dieses Verantwortung übernehmen drinnen ist. Vom Gemeinderat und Bürgermeister begonnen, wie du das beschrieben hast, bis eben an die Spitze der Republik. Also wie können wir es schaffen, nach diesem Parteitag weiterhin auch im schönen Sinn des Wortes diese lebendige Partei zu sein und nicht nur Regierungspartner? Also ich glaube, die Evolution ist ja ein dauerhafter Prozess. Die Weiterentwicklung ist ja nicht, dem Namen nach schon, ist ja nicht irgendwann einmal vorbei, sondern läuft ständig. Und deswegen habe ich auch vorher gesagt, im Frühjahr wird es zu einem Zwischenergebnis kommen, zu einem quasi Zwischenende, wo wir ein neues Parteiprogramm beschließen wollen, wo wir die Statuten adaptieren wollen. Also die Ideen, die eingebracht worden sind, auch wirklich per Beschluss festmachen, sofern sie eine Mehrheit finden. Dass die Evolution dann weitergehen muss, ist klar, weil niemand braucht sich der Illusion hingeben, dass wenn wir das Ding beschlossen haben, dass dann alles perfekt ist und wir jetzt auf einmal 50% haben und Bundeskanzler sind. Das ist ja nicht der Fall. Wir müssen dann das auch erst mit Leben füllen. Und das ist mindestens ein genauso weiter Weg wie alles, was davor passiert ist. Der Endpunkt für jede politische Bewegung ist immer die nächste Wahl. Und deswegen werden wir unmittelbar nach dem Parteitag daran gehen, aus diesem neuen Parteiprogramm auch zu versuchen, ganz konkrete politische Maßnahmen für Österreich abzuleiten, die dann in ein Parteiprogramm münden, in ein Wahlprogramm münden für 2018. Also das ist ein Prozess, der, wenn er zu Ende kommt, vielleicht erst 2018 zu Ende kommen kann, weil dort die nächste Wahl ist. Das ist immer eine Zäsur. Gerald? Jetzt sind wir im Evolutionsprozess, naturgemäß mit dem Ziel, besser zu werden, erfolgreicher zu werden. Jetzt gehen wir davon aus, der Prozess ist abgeschlossen, ein Zwischenziel erreicht, wir werden besser, wir kommen auch bei der Bevölkerung wieder besser an. Wir haben ein besseres Wahlergebnis, aber wie du richtig gesagt hast, wir werden keine 50% oder mehr haben. Jetzt haben wir aber die Situation, dass wir in einer Zwangsehe mit der SPÖ sind, schon seit gefühlten Ewigkeiten. Gibt es überhaupt einen alternativen Partner? Das kann man immer erst nach einer Wahl beurteilen. Zuerst wird gewählt. Nein, momentan haben wir keine Wahlen, deswegen gibt es momentan auch keine Regierungsänderung. Aber nach der nächsten Wahl werden die Karten da gemischt, ganz klar. Dann lass mich die Frage anders stellen. Ist eine Strache FPÖ ein möglicher Partner oder prinzipiell politisch jetzt? Ich weiß schon, dass du halt keine Regierung bildest. Die ÖVP hat noch nie irgendjemanden ausgeschlossen, der demokratisch ins Parlament gewählt worden ist. Wir haben die Werte besprochen, wir haben Inhalte besprochen, wir haben auch schon strukturelle Fragen gestreift und strukturelle Fragen, das hast du speziell betont, haben auch zu tun mit der Auswahl des Personals. Die Auswahl des Personals in der demokratischen Politik obliegt den Wählerinnen und Wählern. Und da mache ich auch gerne einen Punkt, weil eigentlich obliegt diese Auswahl nur den Wählerinnen und Wählern. In welcher Form diese Auswahl dann erfolgt, also wie genau das Wahlrecht letztlich ausgestaltet ist, das obliegt dann dem Einzelstaat und wiederum der demokratischen Entscheidung dort, wie das Wahlrecht ausgestaltet ist. Politik ist neben all dem, was wir schon besprochen haben, denke ich doch auch ein Dienstleistungsgeschäft. Es geht darum, gute Dienstleistung für
Bürgerinnen und Bürger auf den verschiedenen Ebenen zu erbringen. Und wir wissen gemeinsam, in einer Dienstleistungsbranche ist der allerwichtigste Faktor für die gute Leistungserbringung die Personalauswahl, sind die Personen. Also was können wir langfristig tun? Und ich füge hinzu, dieser Evolutionsprozess ist für mich so etwas, dass wir jetzt in Richtung des Parteitags nächstes Jahr tun. Was können wir langfristig tun, um wirklich politische Menschen dafür zu begeistern, Politik zu machen? Ich meine damit auch ganz klar nicht Karrieristen, nicht Leute, die in die Politik gehen wollen, um dort Karriere zu machen, nicht Leute, die ihre persönlichen Interessen da vorantreiben wollen und dergleichen. Das gibt es in allen Parteien in Österreich. Ich fürchte und bin sicher nicht nur in Österreich, sondern Menschen, die auch mit einem Idealismus, ja, mit Realismus, aber auch mit Idealismus ans Werk gehen und gerne Politik machen. Wie schaffen wir es, dass wir diese Menschen den Wählerinnen und Wählern zur Auswahl geben können und damit denke ich doch auch für eine Qualitätsverbesserung der Politik insgesamt und dann auch, glaube ich, für diese Menschen für Wählerzuspruch sorgen können? Also ich denke, wir können einen großen Beitrag dazu leisten, indem wir dafür sorgen, dass die ÖVP als Partei in der Lebensrealität der Menschen ankommt. Denn wenn du als politische Bewegung wahrgenommen wirst als Teil deiner Lebensrealität, dann verlierst du auch die Scheu davor, damit in Kontakt zu treten, damit zu interagieren. Und dann sind wir schon einen wesentlichen Schritt weiter. Das kann auch zum Teil die Evolution leisten. Deswegen haben wir auch die Eintrittsbarriere auf die Plattform sehr, sehr niedrig gehalten. Nicht Parteimitglied sein müssen. Jeder kann mitmachen, der will, einfach um auch Hemmschwellen möglichst niedrig anzusetzen, damit man eben mit Politik in Kontakt kommt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Jugendarbeit und die Struktur, die vielgescholtene, das sehr, sehr viel leisten kann und immer noch tut und auch in Zukunft leisten muss. Denn ich bin einfach überzeugt davon, Politik, da braucht es eine gute Mischung aus Personen, aber es ist auch ein Handwerk, das gelernt werden muss. So wie jeder Beruf, jedes Handwerk. Auch wenn man Quereinsteiger ist, heißt das ja nicht, dass man nicht vorher politisch tätig gewesen sein kann. Aber man muss es irgendwie erlernen. Und der dritte Bereich ist ganz strukturell. Das machen die Bünde, das machen die Länder, sind gezielte Mentoring-Programme aufzusetzen. Und das wird von fast allen mittlerweile gemacht, weil erkannt worden ist, dass diese gezielte Nachwuchsförderung einfach notwendig ist für jede politische Bewegung. Und der nächste Aspekt wäre dann das Vorzugsstimmensystem aus meiner Sicht, wo sich der Wähler wirklich aussuchen kann und der Kandidat, die Kandidatin am Prüfstand steht und die Leistung an der Anzahl der Vorzugsstimmen sieht. Ich habe noch einen letzten großen Bereich, den ich gerne ansprechen möchte und das ist ein Thema, das sich durchgezogen hat durch fast alle Gespräche im Laufe der heutigen Nacht, nämlich man kann es zusammenfassen als nicht everybody's darling sein wollen, das ist wörtlich so gefallen, nicht versuchen, alle zu erreichen und dann keine oder eben nur ganz wenige oder weniger als möglich wäre zu erreichen. Und da war dabei Klartext reden. Da ist auch vielfach gesagt worden, na, zum Beispiel in Deutschland, das immer in der Analyse so nahe liegt, weil es derselbe Sprachraum ist, wird von der Politik insgesamt mehr Klartext gesprochen und in Österreich wird von der Politik insgesamt viel weniger Klartext gesprochen. Das heißt, es werden Konflikte auch nicht offen verbalisiert und ausgetragen. Es werden unterschiedliche Standpunkte kaum ausgehalten und nicht ausgetragen im Sinne von Standpunkten, nicht im Sinne von Polemik, die wieder, wie auch ein Gesprächspartner gesagt hat, bei uns stärker ist. Also für die ÖVP, ist es möglich, weiter Volkspartei zu sein im Sinne der Breite, im Sinne der sozialen Integrationspartei, Volks-Partei zu sein, aber auch Klartext zu sprechen, wo es darum geht, okay, wir vertreten diesen Standpunkt und nicht den anderen. Oder um es noch viel drastischer zu sagen, wir sind für die Menschen da, die diese Haltung haben oder die diese Lebensrealität haben und die anderen laden wir gerne ein, den Weg mitzugehen. Aber um es konkreter zu sagen, Nettozahler hat heute ein Gesprächspartner Franz Hörhager angesprochen. Okay, die mehr einzahlen durch Arbeit und die Steuern, die sie daraus zahlen, ins Gesamtsystem und weniger herausbekommen. Sollen wir uns trauen als ÖVP? Ich bin da unsicher, ob es dann weiter eine Volkspartei bleibt oder nicht. Sollen wir uns trauen als ÖVP, diese Klarheit zu versuchen und dabei zu riskieren, vielleicht diese Breite zu verlieren? Eine Breite, die wir aber in Wahlergebnissen ohnehin auf Bundesebene nicht mehr haben.
Also ich glaube, der Schlüssel dazu und die Schwierigkeit hast du angesprochen, das ist wirklich eine Schwierigkeit, aber der Schlüssel dazu liegt in der Art und Weise der Diskussion. Und deswegen bin ich also froh darüber, dass es gelungen ist, diesen Prozess, diesen Evolutionsprozess zu starten, weil genau das von vielen bekrittelt worden ist oder angezweifelt worden ist, ob das überhaupt gehen kann, wenn man transparent und offen, wo jeder reinschauen kann und jeder schreiben kann, was er will und kommentieren kann, was er will, ob das eine Partei aushalten kann. Und jetzt haben wir den Prozess fast 2 Monate laufen und es hat uns noch nicht zerrissen. Also die Art und Weise, wie man über diese Dinge diskutiert, ist, glaube ich, ausschlaggebend dafür, ob das in Zukunft möglich sein wird. Und ich glaube, es muss möglich sein, Volkspartei sein zu können, weil es für jede Demokratie auf der ganzen Welt ein riesen Asset ist, Volksparteien zu haben. Weil was heißt denn Volkspartei sein? Heißt, die Breite der Bevölkerung auch in sich selbst als Partei abzudecken und Konflikte innerhalb von sich selbst auszutragen und nicht auf der Straße. Und das ist für jede Demokratie ein riesen Pluspunkt. Gerald? Du hast vor ungefähr einer Dreiviertelstunde von ungefähr 3000 Ideen gesprochen, die schon eingebracht worden sind. Du wirst ja einige schon noch gesehen haben von den 3000 vermutlich. War eine Idee dabei, wo du sagst, okay, das ist jetzt so kreativ, das ist so komplett anders, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber das könnte was werden, das ist eine tolle Sache, die dir persönlich gefällt? Na, ich war zum Beispiel ein bisschen überrascht, dass das Themenfeld ökosoziale Marktwirtschaft jenes ist, das am meisten diskutiert wird, wo es am meisten Ideen gibt. Und da ist mir ein Aspekt aufgefallen, der mir so nicht bewusst war. Da hat einer geschrieben, die ökosoziale Marktwirtschaft fußt auf 3 Säulen. Einer funktionierenden, innovativen Marktwirtschaft, dem sozialen Ausgleich und der Nachhaltigkeit, also der ökologischen Nachhaltigkeit. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten vielleicht ein bisschen zu sehr die Säule 2 und 3 diskutiert und forciert und darüber die Säule 1, die die Grundlage für alles ist, nämlich eine funktionierende, innovative Marktwirtschaft, ein bisschen außer Acht gelassen. Nicht registrierend, dass damit Säule 2 und 3 funktionieren können, die Säule 1 die stärkste sein muss. Und vielleicht ist das ein interessanter Aspekt, den man in dieser Diskussion auch stärker forcieren müsste, um die ökosoziale Marktwirtschaft aufrechtzuerhalten, sich stärker auf den Aspekt der Marktwirtschaft an sich zu konzentrieren. Das habe ich ganz interessant gefunden. In den letzten beiden Nächten, die der Lukas Mandl und ich schon diskutiert und moderiert haben, ist sehr oft der Wert Leistung gefallen. Wie definierst du für dich den Begriff Leistung? Wer leistet in diesem Staat etwas? Frage der Leistung ist wahrscheinlich jetzt mathematisch definiert als Input-Output oder so. Ich glaube, es geht lediglich darum, etwas zu tun, zu handeln und ein Ziel anzustreben und das wenn möglich zu erreichen. Ob man es erreicht oder nicht, kann man schon wieder diskutieren, aber das würde ich als Leistung und Leistungsbereitschaft definieren. Ganz, ganz, ganz abstrakt. Ein Ziel zu haben und versuchen, es zu erreichen und danach zu streben und dafür zu handeln und zu agieren. Lass mich von dieser persönlichen Leistung weggehen zu einer Leistung für den Staat. Wer leistet mehr? Der, der viel Steuer zahlt? Oder der oder die, die daheim ist und eine Familie großzieht? Ich glaube, das ist nicht zu differenzieren. Wenn ich das Ziel habe, eine Familie zu schaffen, heranwachsen zu sehen und zu erziehen, dann ist das genauso legitim, wie wenn ich sage, ich will Karriere machen und mich dort verwirklichen. Halte ich beides für legitime Ziele, wo überall Leistung erforderlich ist, um diese Ziele zu erreichen. Ist es aus deiner Sicht Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass er sich immer leisten kann, daheim bei seiner Familie zu sein? Oder muss er sich das vorher selber erarbeiten, finanziell? Na, es muss natürlich, also Geld darf nicht der ausschlaggebende Punkt sein für die Frage, ob man eine Familie gründet oder nicht. Dass es natürlich immer bis zu einem gewissen Grad der Fall sein wird, ist klar. Das hängt dann wahrscheinlich von der Frage des persönlichen Lebensstandards ab. Aber ich glaube, da ist gerade von der ÖVP mit dem Kindergeld und mit anderen Maßnahmen und Anrechenbarkeit für Kindererziehungszeiten sehr, sehr viel in die richtige Richtung passiert. Letztlich, entschuldige, vielleicht ein Punkt, es geht immer um Wahlfreiheit. Ich will, und das ist wirklich meine ganz persönliche Meinung, ich will niemanden zu einem bestimmten Lebensentwurf zwingen. Das will ich nicht. Und wenn das zu Verständnis von Politik ist, dann hat das aus meiner Sicht nichts verloren. Es muss darum gehen, den Leuten die echte Möglichkeit zu geben, sich zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und das ist das Einzige, wozu wir uns zwingen müssen, dass wir diesen Weg wirklich durchziehen. Echte Wahlfreiheit, Free Choice, wie man im angelsächsischen Raum sagt,
wirklich auch nicht im Hinterkopf, auch nicht in Hintergedanken, auch nicht in eingebauten Regelungsmechanismen politischer und gesetzlicher Natur, doch das eine vor das andere zu stellen oder zu forcieren. Im Zweifel die Freiheit zu verteidigen ist Arbeit genug. Wir müssen nicht noch extra regulierend eingreifen. Die Freiheit zu wahren, zu verteidigen, zu schaffen, wo sie nicht existiert, ist Arbeit genug. Ich möchte es als vorletztes Statement und letzte Frage von mir so formulieren. Der Prozess wäre nicht ehrlich und ich habe das Gefühl, er ist ehrlich. Gäbe es nicht ein Worst-Case-Szenario? Was ist das Schlimmste, was passieren kann aufgrund des Evolutionsprozesses oder was willst du unter allen Umständen vermeiden? Was wäre schlecht? Es ist eine Operation am offenen Herzen. Ich danke dir dafür, dass du das gemacht hast, es zu starten. Ich gratuliere dir dazu, dass du den Mut aufgebracht hast, es zu machen. Das heißt aber, eine Operation am offenen Herzen kann auch negativ ausgehen. Was wäre das Negativszenario? Und dann natürlich abschließend, was ist der Best Case, wenn man den so in wenigen Worten verbalisieren kann? Also was ist das, was besonders prickeln würde als Ergebnis dieses Evolutionsprozesses, von dem man dann sagen würde, der Mut, der Aufwand, das Risiko auch hat sich ausgezahlt, das zu machen. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn nichts passiert. Das ist der Worst Case. Wenn de facto alles so bleibt, wie es ist, niemand was mitkriegt und alle Beschlüsse einstimmig durchgehen. Das ist für mich persönlich der schlimmste Fall. Und der beste Fall ist, wenn die Diskussion, unabhängig von dem, was diskutiert wird und was dann rauskommt, so intensiv geführt wird, dass danach alle das Gefühl haben, dass ehrlich und ernsthaft und offen diskutiert worden ist. So intensiv, dass es fast schon zu viel war, aber jedenfalls noch nicht zu viel war. Das wäre der beste Fall. Vielen Dank, lieber Gernot Blümel, liebe Videostream-Userinnen und Videostream-User. Es ist eine lange Nacht, die sich langsam dem Ende zuneigt, im wahrsten Sinn des Wortes jetzt. Eine lange Nacht auch in den Gliedern und auf den Stimmbändern spürbar, aber auch mit einem sehr belebten Geist und einem motivierten Herzen, weil so viele gute Ideen und gute Inputs gekommen sind in dieser Nacht, in den vergangenen, wenn ich richtig rechne, 7,5 Stunden mit vielen Gesprächen und mit dem Finale mit Gernot Blümel, dem Generalsekretär der ÖVP. Lieber Gerald Spies, es war unsere dritte Nacht dieser Art. Es war die erste mit Video-Livestream. Es gibt einige potenzielle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die bisher keine Zeit hatten, aber gerne noch einsteigen würden mit einem Gespräch. Das heißt, ich glaube, es wird nicht das letzte Event dieser Art gewesen sein. Ich frage mal dich trotzdem jetzt um eine Zwischenbilanz von deiner Seite und vor allem ein Abschlussstatement für die heutige Nacht von deiner Seite. Zwischenbilanz nach den drei Abenden ist, dass ich positiv überrascht bin. An der Stelle auch ein Dankeschön an dich, dass du diesen Prozess ins Laufen gebracht hast. Ein Dankeschön an dich, dass du mich auch mitgenommen hast. Bevor wir gestartet haben, habe ich das natürlich auch zu Hause diskutiert, ob ich da mitmachen soll. Und viele haben gesagt, naja, daraus wird ja eh wieder nichts. Ich habe zumindest das Gefühl, wenn ich euch zwei jetzt anschaue, ihr meint es ernst. Ich hoffe, es werden auch viele andere ernst meinen und es wird dann am Parteitag auch wirklich ernsthaft abgestimmt und nicht nur eine vorgekaute Meinung dann wieder in die Öffentlichkeit hinausgetragen. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Ich selbst komme aus einer kleinen Ortschaft in Niederösterreich und kann euch nur auf den Weg mitgeben, auch das ist auch der Wunsch in der Bevölkerung, dass wirklich offen diskutiert wird. Du bist ja auf einem guten Weg. Zum heutigen Abend, ich bin leider sehr, sehr spät dazugekommen, weil ich eben in der eigenen Gemeinde noch politisch tätig war. Bin aber begeistert, wie viele Leute auch um die Uhrzeit jetzt noch da sind, wie viele vorher da waren, vor allem auch wie viele Junge da waren. Gratuliere dir, gratuliere der Landespartei auch zu diesem tollen Setting. Und ich schätze, du wirst deine Abschlussfrage dann noch stellen. Ich werde mich noch verabschieden von den Zuschauerinnen und Zuschauern im Saal und vor allem jetzt im Videostream. Lieber Gerald, auch du meinst das ernst? Ich meine, habe ich das Gefühl, sonst würdest du nicht um diese Zeit hier sitzen und mitmachen. Aber es gibt noch andere, die es ernst meinen, die jetzt nicht im Bild sind, die sich ehrenamtlich, freiwillig als Pro Bono-Projekt, wie man in der Wirtschaft sagt, für diese Nacht stark gemacht haben, die diese Nacht möglich gemacht haben. Das ist Mike Prager mit seiner Firma Double P, der Mann, der den Video-Livestream möglich gemacht hat, zusammen mit seinem Kollegen Christian Posch. Der sitzt hier mit einem großen Kopfhörer und koordiniert, dass hier alles in die richtige Richtung geht. Das ist die Firma All Extreme Events mit Alex Tromet, die für die gute Tonübertragung
sorgt, das ist Muammar Bersekovic, der hier im Saal dafür gesorgt hat, dass sich alle so weit wie möglich wohlfühlen. Das sind letztlich alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die seit 18 Uhr hier waren, um Rede und Antwort zu stehen zu ihrer ganz persönlichen Meinung zur ÖVP, zum Evolutionsprozess, zur Entwicklung des Landes und zu dem, was sie unter guter Politik verstehen. Das ist Markus Fiegel, der ganz am Anfang mitmoderiert hat, der also ins kalte Wasser gesprungen ist und von Beginn an hier in unserem Studio in den Räumlichkeiten der ÖVP Wien dabei war. Das ist die ÖVP Wien und sind die Verantwortlichen dort Alfred Hoch als Landesgeschäftsführer und Georg Kerry, der organisatorisch alles auf die Beine gestellt hat, damit diese Nacht so stattfinden kann. Das ist Josef Waldstein, der jetzt noch immer hier im Publikum mit dabei ist und viele Stunden über Mitternacht hinweg mitmoderiert hat. Und das ist eben Gerald Spies, der so viele Nächte moderiert hat, auch ohne Kamera, und der auch heute den Abschluss mit Generalsekretär Gernot Blümel moderiert hat. Gernot Blümel ist ein Politiker, der etwas gemacht hat, das viele für unmöglich gehalten hätten, sogar ich, oder gerade ich hätte das für unmöglich gehalten. Er hat in Politikbereiche, die sehr arm geworden sind, was das Politische betrifft, im schönsten Sinn des Wortes, hat er das Politische zurückgebracht, nämlich das gemeinsame Debattieren und dann entscheiden über das Gemeinwesen und wie wir zusammenleben. Das ist was Schönes, das ist was Wertvolles, das ist etwas, zu dem kann man jede und jeden nur einladen. Und der Evolutionsprozess ist das Format, in dem man das dann praktizieren kann, wo die Einladung dann real wird und realisiert wird. Den Evolutionsprozess hat Gernot Blümel gestartet. Ohne ihn wären diese Nächte nicht möglich gewesen, wäre die heutige Nacht, die auch im Livestream war, nicht möglich gewesen. Und wir hätten nicht diese große Menge, Gerald, an Substanz, die jetzt gesammelt ist, an Inhalten und Ideen aus diesen drei Nächten. Das gehört natürlich in eine gute Form gebracht, um auch wirksam zu werden, um wirklich auch so wirksam zu werden, dass es am Parteitag abgestimmt werden kann und im besten Fall in konkrete praktische Politik, die dann echten Menschen konkret irgendwo hilft, umgesetzt werden kann. Deshalb wird es die Beiträge aus dem Video-Livestream, ich schaue den Mike Prager an und hoffe, da nicht zu viel zu versprechen, auch einzeln geben, jedes Gespräch einzeln als Video abzurufen. Und es wird eine Publikation geben, möglicherweise online, möglicherweise in Etappenschritten, wo das geballt zusammengefasst wird, was die Menschen, mit denen wir Gespräche führen durften, in den langen Nächten gesagt haben, so dass es mundgerecht aufbereitet ist, um nicht übergangen werden zu können bei einem Parteitag und bei den Anträgen, die dort gestellt werden, weil letztlich, wie Helmut Kohl gesagt hat oder es ihm zugeschrieben wird, entscheidend ist, was hinten dabei rauskommt. Und was ist es, was Herbert Prohaska immer sagt am Ende eines langen Fußballabends? Gute Nacht. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein, bis bald. LMAACC und all die anderen Seiten anklicken, durchklicken, mitdiskutieren. Alles Gute.